dass Beatrice Egli die in München gestartete Tour abgesagt hatte, weil Florian Silbereisen krank war. Willkommen in der Profi-Fangemeinde. Drücken Sie die Benachrichtigungsglocke und abonnieren Sie den Kanal. Sängerin Beatrice Egli hat sich nach neu eingetroffenen Informationen entschieden, ihre Tourne ab München abzusagen, weil ihr Kollege Florian Silbereisen krank ist. Vor dem Hintergrund der komplizierten Entwicklung der Covid-19-Pandemie ist der Entscheid von Beatrice vollkommen richtig. Während einer Tourne stehen Künstler oft vor verschiedenen Herausforderungen und Risiken. Eines dieser Risiken ist die Gesundheit der Teammitglieder. Wenn eine Person im Team krank wird, kann sie andere anstecken und unerwünschte Folgen haben. Die Entscheidung von Beatrice Egli ist verantwortungsvoll und richtig. So schützen sie die Gesundheit des gesamten Teams und vermeiden mögliche Gefahren. Dies ist auch im aktuellen Kontext, in dem Menschen versuchen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, eine verbindliche Aktion. Wir müssen die Entscheidung von Beatrice Egli anerkennen und respektieren. Künstler haben bewiesen, dass sie neben ihren Talent und Karrieren auch eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit von Fans und Teammitgliedern spielen. Wir müssen Künstler in solch schwierigen Zeiten unterstützen und begleiten und ihre Entscheidungen respektieren. Gleichzeitig soll der Entscheid von Beatrice Egli, die Tourne abzusagen, auch von Teamwork und Respekt gegenüber den Berufskollegen. Im Leben müssen wir uns immer gegenseitig unterstützen und helfen, Schwierigkeiten zu überwinden. Noch deutlicher wird dies im Bereich der Kunst, wo die Zusammenarbeit und Interaktion zwischen Künstlern sehr wichtig ist. Beatrice Egli hat mit ihrem Entscheid auch ein positives Signal an die Community gesendet. Es geht darum, die Gesundheit zu respektieren und an erster Stelle zu setzen, anstatt einen Plan zu unterstützen, der die Gesundheit vieler Menschen gefährden kann. Dies ist im aktuellen Kontext besonders wichtig, da die Covid-19-Pandemie immer noch kompliziert ist und die menschliche Gesundheit bedroht. Zusammenfassend ist die Absage der Tour durch Beatrice Egli wegen der Erkrankung einer Kollegin eine verantwortungsvolle und positive Art der Teamwork, Respekt von der Gesundheit ihrer Mitmenschen zeigt. Auch dies ist ein respektable Akt und sollte anerkannt werden. Um den argumentativen Absatz abzuschließen, müssen wir die Tourabsage von Beatrice Egli mit einem breiten und positiven Ausblick betrachten. Dies kann zu einem besseren Verständnis in der Bedeutung von Gesundheit, Teamarbeit im Leben und in der Kunst beitragen. Wir müssen solche positiven Handlungen unterstützen, respektieren und auch gute Werte anstreben, um eine ständig wachsende und zusammenhängende kulturelle Gemeinschaft aufzubauen. Dies wird uns helfen, flexibel und in der Lage zu sein, mit schwierigen Situationen umzugehen und die Gesundheit, Sicherheit von uns und unseren Gemeinschaften zu gewährleisten.